Gut, also, wie Sie es gewohnt sind, die beiden Trainer zum kurzen Gespräch, ein, zwei Fragen. Wie immer fangen wir mit dem Pestecoach an, Michael Abt. Was uns als erstes hier aufgefallen ist, als ihr eingelaufen seid, ihr wart relativ wenig. Was ist da los? Ja, schönen guten Abend. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Fürstenfeld Punkt zu zwei Punkten. Ja, man hat es gesehen, unser Kader war sehr klein. Wir haben im gesamten Verein sehr viele Verletzungssorgen gehabt. Die erste Mannschaft spielt EHF Cup, da fehlen sechs Spieler. Die A-Jugend-Bundesliga hat heute ein Spitzenspiel gehabt in Melsung. Und dann haben wir so ein bisschen abgewogen. Ja, im Endeffekt habe ich verloren, was Kader angeht. Weil es dann einfach so ein bisschen, was die Zielsetzung des Gesamtvereins angeht, dieses ja so hervorgebracht hat. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir mit den Jungs, die da waren, trotzdem eine enorme Qualität haben. Es ist dann natürlich ein anderes Spiel, wo wir sonst mit viel Tempo spielen, mit viel Kreuzbewegung. Spielen wir heute die ganze Zeit mit zwei Kreisläufern. Müssen bis in 7 gegen 6 spielen, haben sich in der Form nie trainiert, weil wir einfach auch keine Spieler im Training hatten. Daher umso beachtlicher, wie wir hier gespielt haben. Ich fand, es war ein sehr, sehr gutes Handballspiel, sehr intensiv. Ich hätte mir natürlich den Punkt gewünscht am Ende und ich glaube, der wäre auch verdient gewesen. Kurze Nachfrage, das ist mal kurz erwähnt, 7 gegen 6. Also das ist nicht euer bevorzugtes Mittel der Wahl, das war aus der Not rausgekommen oder wie kann man das verstehen? Ja, das ist so ein bisschen Philosophie-Sache. Wir versuchen natürlich, die jungen Spieler im 1 gegen 1 im Kleingruppenspiel stark zu machen. Ich habe das nie trainiert, ich werde es nicht trainieren. Wir schaffen es dann natürlich über diese individuelle Qualität, dass die Spieler das schaffen, um das umzusetzen, was wir uns dann in der Videoanalyse vielleicht vornehmen. Natürlich kommt es heute gelegen, gegen Fürstenfeld Bruck mit 7 gegen 6 zu spielen, eben die Abwehr nach hinten zu drücken. Dann haben wir natürlich mit unseren zwei japanischen Superstars zwei, die die Sprache nicht sprechen, dann wird es immer ein bisschen mit der Kommunikation schwierig. Wenn es noch ein bisschen dazu kommt, ich glaube, handballerisch hilft Nico und den Medien uns enorm weiter. Ja, also es ist nicht unsere bevorzugte Taktik und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Spielen wieder darauf zurückgreifen werden. Gehen wir mal ganz kurz weg von dem Spiel, so als Trainer in der zweiten Mannschaft. Wie groß ist da die Herausforderung, wie das Spiel bzw. auch von der Vorbereitung muss ja wahnsinnig schnell variieren, umstellen und dergleichen? Ja, das ist teilweise das Schöne und teilweise das Ärgerliche. Wir starten eigentlich jede Saison bei Null, haben immer viele neue Spieler, viele junge Spieler, die dazukommen, aber ich glaube dadurch, dass wir im gesamten Verein so ein bisschen die Namen, was jetzt Auslösungen angeht, angeglichen haben an die Bundesliga, der A-Jugend und die dritte Liga, haben wir da ein relativ gutes, durchgängiges Konzept. Und dann macht es schon Spaß mit einer jungen Truppe, die will. Und wir haben jetzt von der SG Lustrum noch einen David Ganzer dazu bekommen. Das war ein ausdrücklicher Wunsch von mir, weil wir mal wieder einen erfahrenen Spieler haben, der mal plus 30 ist und nicht nur die ganzen um die 20 rum. Und ich glaube, dann ist das einfach so, ja, das ist meine Aufgabe, dann Woche für Woche zu schauen, was geht. Und bisher bin ich mit der Saison sehr zufrieden. Das wäre jetzt meine letzte Frage gewesen, dass die Saisonverlauf passt so weit oder was habt ihr euch als Ziel gesetzt? Ja, das ist immer das Gleiche. Wir dürfen nicht im DHB-Pokal für die ersten sechs, wir dürfen nicht aufschreiben, wir können nur gegen den Abstieg spielen. Versuchen dann immer möglichst früh unsere 24 Punkte zu erreichen. Aber ich bin sehr ehrgeizig, wie man vielleicht auch merkt, ich will jedes Spiel gewinnen, ich will hier gewinnen. Haben wir heute leider nicht geschafft. Jetzt haben wir das größte Feldprobe, ich glaube, wir haben es verdient, dass wir nächstes Jahr vielleicht mal nicht hierher fahren müssen, wenn es aufschreiben. Und vielleicht sehen wir uns dann mal in 3, 4, 5 Jahren wieder. Alles klar. Dankeschön. Und natürlich dann auch eine Bildung und Sicherheit. Dankeschön. Ja, Martin, einmal tief durchschnaufen und dann nicht mehr einfach zu machen. Erstmal, Michael, danke für die Glückwünsche. Ich eins vorweg, also ich pflichte dir bei, ihr hättet euch halt definitiv auch einen Punkt verdient gehabt. Tolle Leistung. Für mich auch die zweite Sache, die ich vorweg schicken will, die mit Abstand schönste Geschichte heute, nach 8-monatiger Verletzungspause. So ein Comeback zu feiern, wer schon mal verletzt war, weiß, was bedeutet, 8 Monate zu arbeiten, auf den Moment hinzufiebern und dann mit 5 Toren so ein Comeback zu feiern. Max, Glückwunsch! Ja, und dann war es für uns heute schon auch ein bisschen eine nicht ganz so einfache Situation. Wir sehen ja auch, dass da nur 8 Spieler da sind.
Wir wissen auch, was für hochkarätige Spieler auch fehlen. Es steht 3-0 nach 2 Minuten. Ja, ich weiß es nicht. Irgendwo denkt man sich dann vielleicht, okay, das läuft halt schon. Alles im Alten hat uns halt so, haben ein bisschen zögerlich gewirkt, fand ich. Ein bisschen, gerade im Abschluss hat man es gemerkt, haben wir dann auf einmal Würfe genommen, die man normalerweise nicht nehmen. Und haben alles im Alten so ein bisschen fahrig gewirkt. Ich fand, man hat heute auch mal so ein bisschen gemerkt, dass wir momentan körperlich schon auch an unsere Grenzen kommen. Ja, wir spielen auch mit einem kleinen Kader. Die Jungs spielen 50, 60 Minuten, die Stammspieler im Rückraum. Das ist schon auch nicht ganz einfach. Dann hast du einen richtig guten Gegner, die es taktisch dann auch clever lösen mit 7 gegen 6. Wir können auf jeden Fall nicht so weit rausgehen, weil die Hütten sonst größer werden. Die Qualität haben wir heute auch wieder gesehen. Haben uns das Leben schwer gemacht. Dann sind wir 8 Minuten Verschluss mit einem hinten. Dann zeigt sich aber schon auch wieder die Qualität der Mannschaft, die Qualität der Halle. Die letzten 5 Minuten war wieder eine unglaubliche Symbiose, fand ich. Und da sieht man dann schon auch das Selbstvertrauen, was wir momentan haben. Eine Minute Verschluss im Camper zu spielen, ist keine Selbstverständlichkeit. Also riesen Kompliment an die Zuschauer und an die Mannschaft. Du hast es angesprochen, auch wir mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Gibt es da irgendwelche Neuigkeiten? Wie sieht es eigentlich beim Sebastian Mainzer aus? Wir haben jetzt eine Woche Pause, ne? Glaube ich. Ja, wir haben jetzt 2 Wochen Pause. Ein bisschen Zeit, um Wunden zu lenken mit Sebastian Mainzer. Schwere. 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen. Je nach Heilungsverlauf wird dann wieder da sein. Bei Alex Leindl ist eine Prognose schwierig. Wenn es gut läuft, 2-3 Wochen, vielleicht, schwer zu sagen, Schulterverletzungen, die man nicht so genau Therapieverlauf, Diagnose oder Prognose ziehen kann. Wenig wissen wir noch, ob ein Kreuzband operiert wird. Also, Seppi und Alex werden hoffentlich in den März-Heimspiel wieder mit dabei sein. Das kommt schon mal hin. Gibt es außerhalb des sportlichen Bereichs noch irgendwie, was sich auf dem Weg in die zweite Liga Neues ergeben hat? Oder kann man da bisher noch nichts Spruchhaltes verwenden? Ist mehr auch in Ordnung. Hört sich jetzt gerade so abgesprochen an, als ob ich irgendwas verkünden sollte. Wir arbeiten sehr fleißig. Du bist auch mit dabei. Du weißt genauso viel wie ich. Wir sind dran. Wenn wir es sportlich schaffen, dass wir es auch finanziell und strukturell auf die Beine bekommen. Wir sind weiterhin auf Unterstützung angewiesen und ja, gerne weiter fleißig drückisch kontrollieren. Genau das wollte ich aber. Also, weiterhin unterstützen Sie die Handballer und dann bleibt eigentlich nicht zu hören, aber Sie kriegen alles unseren Gästen, alles Gute zu wünschen, weil wir vor allem eine gute und sichere Einfahrt. Ihnen und euch hier natürlich auch. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in 2 Wochen am 7.3. In 3 Wochen, Entschuldigung. Aber das Datum hat bestimmt. 7.3. Es wird gelegt. Dankeschön fürs Kommen und alles Gute.